Hey Freunde des Fußballs, willkommen beim Sorare Bear. Hier dreht sich alles um Sorare. Heute gibt es ein U23-Video, drei Spieler, die ihr euch unbedingt kaufen müsst, die gerade unterm Radar fliegen. Wenn ihr billig einen Spieler schießen wollt, bleibt dran. Genau, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich auch freuen, wenn ihr abonniert. Und wenn ihr neu in Sorare seid, checkt mal den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Da kriegt ihr so eine gratis, so eine gelbe Limited-Karte, wenn ihr euch darüber anmeldet. Und dann, bevor ich hier weiter Blödsinn rede, direkt ins Video rein. Erster Spieler ist Fabian de Keyser, ist ein Torhüter, hier steht Substitute. Ihr denkt euch, der Sorare-Bär erzählt wieder Scheiße, aber ich zeige euch gleich, was Sache ist. Erstmal zu den Preisen, 299 Euro in Limited, das ist schon krass, wie günstig für einen Stammtorhüter, dazu komme ich nämlich gleich. Und Rare 1570. Der Mann ist 2000 geboren, das heißt, er ist 21 Jahre alt. Und ist U23 eligible bis 2024, das heißt noch eineinhalb bis zwei volle Saisons, wenn ihr von jetzt aus rechnet, ist er noch für euch da und das ist schon echt krass. Wenn man sich hier die Scores anguckt, wie gesagt, er hat nur zweimal gespielt, einmal gegen Ajax, 13 Punkte, aber das kann man ihm, glaube ich, nachsehen. Gegen Ajax sieht, glaube ich, jeder Torhüter schlecht aus in der Eredivisie. Im zweiten Spiel dann direkt zu 0 gespielt, 62 Punkte auch gemacht. Da sieht man, Potenzial ist bei ihm auf jeden Fall da. Und es ist so, dass man sieht ja auch hier 21. bis 24. Dezember und dann 14. bis 18. Januar. Der Trainer wollte in der Rückrunde einen neuen Impuls auf der Torhüterposition setzen und hat sich eben für Fabian de Keyser eingesetzt. Das heißt, er ist jetzt auch tatsächlich der Stammtorhüter, da ist nicht irgendeine Verletzung gewesen, da ist auch kein Corona-Ausfall oder sonst was, sondern er ist wirklich der Stammtorhüter. Und da er erst zwei Spiele im Programm hat, haben wir noch nicht viele auf dem Schirm und der wird sicherlich steigen. Das heißt, wenn ihr da wirklich einen Schnapper machen wollt und das nötige Kleingeld habt, dann kauft euch den auf jeden Fall. Für die U23 ist er perfekt, aber auch für ein All-Star-Team wird sich der ziemlich eignen. Und dasselbe kann man eigentlich zum zweiten Spieler sagen und das ist Mees Hilgers. Wenn ihr euch den anguckt, letzten 5, 66 Punkte, das ist wirklich ein absolutes Brett. Und für den Preis hier in Limited 103, in Rare 865 ist er eigentlich auch noch viel zu günstig. Wird jetzt, denke ich, auch mit den Last 5 Averages deutlich nach oben gehen. Hat nämlich jetzt hier am Wochenende auch wieder 84 Punkte gedroppt, das ist schon krass. Deswegen, da würde ich gar keine Zeit verfliegen lassen. Das lohnt sich auf jeden Fall, den zu holen. Das ist der Stamm-Innenverteidiger, das seht ihr auch hier beim Transfermarkt, also transfermarkt.de. 80% Startelfquote, 81% Spielminuten. Hat auch nur eine gelbe Karte, das heißt, er spielt sauber und fair für einen Innenverteidiger, ja auch ganz wichtig eigentlich. Vertrag auch bis 2023, also mit dem könnt ihr absolut nichts falsch machen. Hier nochmal der Preis, falls ihr euch den holen wollt. Also ich kann es euch echt ans Herz legen, wenn ihr das Geld dafür habt. Ich werde mir ihn wahrscheinlich auch holen. De Keyser, hier eben der Torhüter noch. Und als drittes, die beiden sind jetzt eher so was Spieler, die euch direkt weiterhelfen. Und der dritte, Manfred Ugalde, das ist ein Teamkamerad von Hilgers. Das ist eher ein Perspektivspieler. Ihr seht schon, letzte 40 ist er gar nicht gelistet. Und wenn man sich das hier anguckt, die Scores, er wurde sehr oft eingewechselt, in letzter Zeit performt er aber sehr gut. Hier hat er auch 90 Minuten, hier hat er 15 Minuten gespielt, hier bei denen hier hat er aber 90 gespielt. Also hier wurde er eingewechselt und hier die letzten drei Spiele hat er tatsächlich über 90 Minuten gespielt, beziehungsweise eben Startformation. Bei ihm ist aber so, der wird euch sicherlich nicht konstant weiterhelfen in der ersten Saison jetzt. Aber sein Preis wird auf jeden Fall steigen, denn er performt immer besser und nächste Saison dürfte er vermutlich, wenn er bei Twente bleibt, denn er ist ausgeliehen aus dem Zweitligisten aus Belgien, wird also vermutlich gekauft und wenn er so weitermacht, wird er sich wahrscheinlich auch durchsetzen und dann wird sein Preis hier nochmal richtig explodieren. Ich finde, der Rare-Preis ist etwas overpriced mit 500, aber Limited kann man sich den auf jeden Fall als Zukunftsinvestition holen. Ja, und das waren jetzt eben die drei Picks. Zwei Stück, die euch direkt weiterhelfen. Einer so als Zukunftsanlage. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Und bis zum nächsten Mal, euer SoRareBear.